So, ich trinke mal noch einen kräftigen Schluck. Was gibt's heute? Black Cat Juicy. In meiner absoluten Lieblingsfarbe rosa, nicht. Aber es schmeckt und ist nicht so teuer wie Red Bull oder sowas. So. Ich kann also mit verschlossenen Türen meinen Verfolger abbremsen. Na, klasse. Hallo. Okay. Ach, da hat er wieder Angst. Ach so. Oh, ich verstehe, warum er Angst hat. Na, du bist doof, oder? Du weißt nicht, dass du hier außen rum kannst. Na gut, dann gehe ich vielleicht erstmal in die andere Richtung. Wenn er mit dem Sparknüppel steht. Ach so, ich habe die Kamera die ganze Zeit an. Na? They weren't experiments. They were rituals. A conjuring. Eine Beschwörung. Sind auch die spitzenmäßigen Verstecke hier unter den Betten, oder? Da würde niemand auf die Idee kommen, dort mal zu gucken. Da kann ich mich auch verstecken. Hier auch. Na, hier ist ja auch nichts. Muss ich also wirklich dort rüber? Na toll. Na toll. Moin Kaffee, na? Alles klar? So, wie mache ich das jetzt am dümmsten hier? Ich renne, oder? Rennen ist immer gut. Rennen kann ich gut. Rennen ist spitzenmäßig. Oh, fuck. Ihr dummen Penner! Prügelt euch doch mal gegenseitig jetzt! Ihr Schweine! Vielleicht. Wie mies. Wie mies. Fuck it, warum? Oh. Warum geht er denn jetzt nicht weiter? Ja, super. Wie soll ich mich an dem vorbeischleichen hier? Wo ist er denn jetzt so schnell wieder hin? Oh nö, hä? Macht er hier überhaupt was? Ich bin nicht so gesprächig, also von daher. Oh. Aua, ja, alles gut bei mir. Bleib ja still, jetzt reg dich mal nicht so auf. Ist ja gut. Du mir nichts machst, mach ich dir auch nichts. Batterien, spitzenmäßig. Oh. Also, ich muss irgendwie feststellen, dass so jetzt nach... Guck mal auf die Uhr, nach einer anderthalben Stunde... ist so langsam... Für mich, muss ich sagen, so der, die Angst irgendwie weg. Weil ich so langsam verstanden habe, wie das Spiel funktioniert. Das ist irgendwie ein bisschen schade. Aber... Weiß auch nicht. Na gut, so, wenn ich jetzt hier irgendwas drücke, dann kommt auch hier irgendein Spaß wieder an, oder? Follow the blood. Na gut. Machen wir. Ja, na klar. Na klar. Ach nö. Guck mal lieber in die andere Tür rein. Ne? Ah, fuck it. Fuck you. Blöde Nervbratze. So, wo komme ich denn jetzt zur Schleuse hin? Die
müsste eigentlich direkt hier links sein, genau. Ja, siehst du, war doch gar kein Problem. So, und der wird bestimmt nicht schlau genug sein, hier hinterher zu kommen. So, immer den Fallen nach. Sicherheit ist nicht. Ach, schon wieder die zwei Spasten hier. Die sind mir irgendwie sympathisch, also ich muss sagen. Was habt ihr denn mit Zunge und Leber? Immer noch haben sie nichts an. Ihr perversen Schweine. Irgendwie finde ich sehr ganz sympathisch, die zwei hier. Ach, ihr seid lustig. Drücke X, während du dich auf eine Kante zubewegst, um hinunterzuspringen und dich festzuhalten. War ich hier nicht vorhin schon mal? Will ich da runterspringen? Ja. Ich glaube, ich muss da hinspringen. Batterie, dann nehme ich doch gerne. Ja, ich komme ja sonst nirgendwo hin. Also von daher springe ich dann mal hier runter. Wohin? Seitwärts, nach rechts oder links bewegen. Ja, das dachte ich mir schon, dass ich dann nicht nach unten oder nach hinten oder nach vorne kann. So, jetzt taucht doch hier bestimmt gleich einer auf und zieht mich hier rein oder so. Waren hier nicht gerade noch die zwei Spasten? Wo sind sie denn hin? Erstaunlich wenig los hier, oder? Ist ja gar niemand. Was ist das? Ach, ein Bildschirm schon an, ja, super. Passwort leider unbekannt. Na, dann lesen wir halt nochmal. Das hat man jetzt schon lange nicht mehr. Ach, Murkoff Corp PG Wartungsnotiz. Die ordnungsgemäße Wartung der Reinigungstore ist wichtig für die Sicherheit von Project Wallrider. Schauen Sie in Murkoff Corp Wartungshandbuch MPSMM180286 nach oder wenden Sie sich an einen Vorgesetzten mit Sicherheitsberechtigung. Vielen Dank für Ihre Kooperation. Wir freuen uns, dass Sie die Murkoff Heilanstalt in Ordnung halten. Hier war ich doch vorhin auf der anderen Seite. Erstaunlich, dass hier nirgendwo auch eine Waffe rumliegt oder so. Also ich weiß, dass ich hier keine Waffen verwenden kann, aber es wundert mich trotzdem. Aha, in den Duschen wird's blutig. Dann gehe ich natürlich erstmal woanders hin. Was ist denn hier los? Oh! Oh! Du bist ja ein Bösewicht. Na, aber der kann ja jetzt erstmal hier nicht herkommen, ne? Von daher hab ich jetzt irgendwie gerade nicht so richtig Angst. Tü-tü-tü. Eine Schlüsselkarte, natürlich. Für die Duschen brauche ich eine Schlüsselkarte, ja. Wer hat denn diese Anstalt hier designt? Leute, Leute, Leute. Muss ich doch hier rein? Nee. Also hier ging es nicht hin. Vielleicht hier? Nee. Ach, da. Natürlich, sehr gut. Sicherheitskarte für die Duschen aufgenommen. Dann machen wir uns mal ein bisschen schick. Der Tod ist schließlich auch nicht mehr das, was er war.
Der ist auch anspruchsvoller geworden. So. Bada bing, bada bing. Das sind aber dunkle Duschen. Neues Ziel, entkomme durch die Duschen. Ah, toll. Oh. Oh, jetzt regnet es auch noch. Na, klasse. Hallo. Ach, das ist doch einer von den... von den Penistypen. Machst du mir was? Nö, oder? Doch, er macht mir was. Er macht mir was. Tatsächlich, wer hätte es gedacht. Na gut. Ach, ich dachte, eine Annäherung von Mensch zu Monster könnte doch funktionieren, aber nicht so richtig. Tja, da muss ich mich doch hier irgendwo verstecken können. Oder wie komme ich an den rum? Er hat es auch nicht so richtig eilig, mich zu töten. What the fuck? Hm. Wo kam der denn jetzt her? Ich habe mich jetzt so nicht mal richtig erschrocken. Ich bin eher erstaunt. Tja, mache ich vielleicht mal hier lieber die Tür zu. Komm durch die Duschen, ja. Vielleicht bin ich jetzt an ihm versucht vorbeizurennen. Nein! Definitiv nicht. Was ist denn das hier? Ja, findest du Zombie? Ich muss ja sagen, ich bin so ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt. Ich find's halt jetzt echt nicht mehr gruselig, muss ich dazu leider sagen. So die erste halbe Stunde, Stunde war ich echt angespannt. Da war das purer Stress, aber so jetzt. Hm. Fenster ist schwer, Kaffee, weil die sind ja alle... Ach so, doch hier, na klar, ja, du Mensch, du bist ja... Mein Gott, er ist verschwunden, ja. Er ist gut. Scheiße. Da war ich zu schnell. Oh. Hast du recht? Natürlich. Wozu weht denn auch der komische Vorhang aus dem Fenster? Der kann ja nur wehen, wenn das Fenster auch auf ist. Natürlich. Na gut. Was? Ich wittere Sarkasmus. Er hält uns für Arschlöcher, ja. Tja, zumindest jetzt. Keine Ahnung, wo die Spasten sind. Da hinten. Habe ich mich um sie rumgeschlichen. Easy. Speichert. Ja, das ist immer gut. Speichern mag ich ja voll. Und hier wird's hell. Ach, ist das schön. Nee, jetzt bin ich doch... Moment mal. Hier war ich doch vorhin. Oder? Bin ich jetzt im Kreis gelaufen? Ich mach ihn zu. Irgendwie kommt mir das so bekannt. Nee, die Treppe ist neu. Na klar. Toller Fixierungsstuhl. Ach super, mit Pott hier auch noch. Ja, was auch immer das genau ist.
dem haben sie aber auch den Kopf ganz gut verdreht. Schön, schön, schön. Was haben wir da? Nichts. Ich könnte mich ja auch einfach jetzt hier einsperren. Und der Dinge harren, die da kommen. So, lesen wir halt mal wieder. Anbei finden Sie eine Kopie des Totenscheins von Rudolf G. Wernick. Auftragnehmer Nummer 148616 von Murkoff Psychotric Systems. Kein lebender Anverwandter. State Colorado. Bitte gegen das Licht halten, um Wasserzeichen zu prüfen. Okay, Ort Colorado. Gemeinde oder Stadt, Mount Massive Preserve. Voller Name, Rudolf Gustav Wernick. Aufenthaltsdauer in Gemeinde oder Stadt, welche der Tod eintrat, 7 Monate. Aufenthaltsdauer in den USA, falls ausländische Herkunft, 55 Jahre. Männlich, Farbe, Rasse, Weiß. Ledig, verheiratet, verwitwet, geschieden. Bitte angeben, ledig. Geburtsdatum, 20. Oktober 1918. Geburtsort Deutschland, aha, gucke an. 2009, 28. Februar 2009 gestorben. War das vielleicht ein Nazi und der ist nach dem Krieg abgehauen? Hiermit bestätige ich, dass ich den Verstorbenen vom 4. Juni 2003 bis 28. Februar 2009 gepflegt habe und ihn am 27. Februar 2009 zuletzt lebend gesehen habe. Wie kannst du ihn dann am 28. Februar noch gepflegt haben, wenn er da schon tot war? Mysteriös. Bevor der Tod am bereits erwähnten Datum um 4.11 Uhr eintrat, Haupttodesursache, gibt es auch nebensächliche Todesursachen? Und damit verbunden ausschlaggebende Ursache war folgende. Herzversagen aufgrund von Altersschwäche. Echtheitszertifikat für eine korrekte Kopie der offiziellen Urkunde. Na, okay. Ja, ich meine, wie alt war er jetzt? 91? Fast. Fast 90 Jahre. Ich meine, das ist ja doch ein stolzes Alter. Also, da kann man dann auch mal über den Jordan gehen. So, komme ich hier hoch? Nee. Ja, stimmt. Das ist schon... sorry. Es ist schon anders, aber... alles recht ähnlich. Hier bin ich jetzt gekommen. Hässlicher Schatten. Na gut, dann. Ja, hier ist wieder so eine Schleuse, aber die scheint futsch zu sein. Muss ich wohl hier reingehen? Oder hier reinkommen erstmal? Ah, es geht. Und die Schleuse reaktivieren. Ist wieder der Bildschirmschoner an. Da kann ich auch rein. Und das Ding ist futsch oder beziehungsweise inaktiv. Tür zu. Bin ja schließlich gut erzogen worden. So. Na klar. Muss das sein? Du passt doch dann eh nicht hier durch, oder? Kannst du mir nicht erzählen. Oh, fuck. Damit habe ich jetzt nicht so ganz... Was? Warum geht denn jetzt die Tür nicht auf? okay. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass er tatsächlich durch die Scheibe hier kommt. Ich dachte jetzt eher, das wäre so ein typischer Videospiel-Schockmoment. Er klopft mal ein bisschen an die Scheibe und mehr passiert halt nicht. Und dann taucht er irgendwann später auf, aber ist ja gar nicht so. Oh shit. Verdammt, hätte ich mal bloß die Tür nicht zugemacht. Muss ich jetzt irgendwie um ihn rum? Warum geht's denn da nicht hoch? Ach, Mann. Oh. Die Geräusche, die er von sich gibt, sind aber auch gut, ne? Also, nicht schlecht. Wie komme ich denn an ihm vorbei hier? Kann ich nochmal hier den Knopf drücken? Nee.
bist du auch sonst? Ach, hier! Ach so. Oh, fuck. Da passt er nicht rein, oder? Das will ich jetzt wissen. Nee. Oh, fuck. Okay. Das war ein bisschen leichtsinnig. Ah, hier kommst du nicht hoch, oder? Nee, das kann er nicht. Da ist er nämlich zu dick. Das kleine Brummerle. Fuck. Kann ich da drüber klettern? Ja! Oh Gott, oh Gott, ich geh weg. Ja, super! Ah! Verdammt nochmal! War ich wieder zu langsam? Na toll. Ist gut nochmal. Ist ganz schön gemein, dass der kräftige Kerl hier die Türen aufbekommt und ich nicht. So. Also nochmal das Ganze. Na, wo ist die Abzweigung? Ach, hier. Was zur Hölle? Ah, natürlich! Schon wieder haut's mich auf die Fresse. Och. Ist ja wieder lecker hier. Ja, schnell die Kamera anmachen. Wie im Dschungelcamp, oder? Finde einen anderen Weg in die Duschen. Gerade sollte ich doch noch raus, oder? Denke, hängt nach Gitter runter. Kannst du vielleicht durch die... Ja, kann ich. Das Doofe ist leider, das hast du vielleicht schon mitbekommen, Kaffee. Ich versuche ja schon immer relativ oft auf den Chat zu gucken, aber der... Die Zeit zwischen dem, was ihr seht und wo es bei mir hier passiert, beträgt so ungefähr 40 Sekunden. Oh shit. Und das macht das Ganze leider ziemlich schwierig. Das heißt, wenn ich hier irgendwas gemacht habe oder vielleicht auch gelesen habe, was ihr meint, dann dauert es so ungefähr 40, 50 Sekunden, bis ihr dann meine Reaktion auch darauf seht. Ja. Das ist leider ziemlich nervend. So. Ich glaube, ich muss aber in die Richtung, wo er jetzt ist. Na super, jetzt hat er mich gesehen. Ach man. Dieser miese Haufen. Ach, mieser Miesmacher. So. Ich mich vielleicht hier unten stecke. Ja, lass mich nicht. Geh mal in so eine andere Tür rein, oder? Hätte ich jetzt nichts dagegen, Kollege. Nee, er bewacht schon die Tür hier, ne? Beziehungsweise die Treppe. Jetzt vielleicht. Ja. Jetzt schnell Schritt, da dreht er sich natürlich direkt in dem Moment um. Und das ist das falsche Gitter. So, na gut. Die Idee hier hinten war ja schon mal nicht so schlecht.
Oh, hässlicher Batzen. Ja, natürlich sieht er mich jetzt nicht hier unten. Ich meine, das ist doch auch das beste Versteck aller Zeiten. Ey, es tut mir so ein bisschen leid für euch, die ihr jetzt hier zuguckt. Ihr hättet das bestimmt lieber, dass ich mir jetzt hier ins Hemd machen würde. Und die ersten paar Minuten war das ja auch so, aber irgendwie ist das leider vorbei, muss ich sagen. Ich finde das selber ziemlich schade. Ja, genau, wie er dann natürlich auch immer weiß, dass ich hier lang mache. Das Schwein nennt er mich. Zum Glück bin ich hier gerade auch vollkommen richtig unterwegs. Ich glaube, ich habe ihn abgehängt, oder? Ach, hier war einer. Ach so. Sorry, das habe ich jetzt gar nicht gesehen. Entschuldigung, kannst du nochmal machen? Nochmal? Nee? Oh, das sieht doch aus wie eine Arena hier. Jetzt gibt's hier gleich Zombie-Ringkampf. Oh, hier ist aber hell. Ein paar Betten. Hallo? Oh. Warum verfolgst du mich? Du Spacken, ich will dir helfen. Du kannst dir nicht mal selbst helfen. Hau ab! Ja, er ist so ein bisschen penetrant, ne? Na gut, so ein kleines Haustier, ich meine, warum nicht? Ja. Mensch, ja siehst du, ich wollte dich rauslassen, aber das lässt mich nicht. Vielleicht dich? Nee, es tut mir wirklich leid, Freunde, aber es soll nicht sein. Es soll halt wirklich nicht sein, dass ich euch hier irgendwie befreie oder so. Achso, hier bin ich gekommen, ja. Geht's denn weiter hier? Kann ich mich wieder verstecken? Irgendwie muss ich doch da hochkommen, oder? Ah, hier wahrscheinlich. Ah. Ja, sehr gut, Kollege. Nurse, ja. Ruf mal nach der Schwester. Hilfe beim Waschen. Ach, du alter perverser Sack. Naja, versuchen kann man es ja mal. Hallo? Bist du mein Freund? Ne, ich weiß nicht, bist du mein Freund? Juckt es dich? Och, Killners! Mensch! Müsst ihr euch denn immer streiten? Mann! Ist wirklich schlimm mit euch. So, jede Wette, dass der gleich nach mir greift? Ich? Nichts, um von einer Kante abzuspielen. Mach ich. Oh, hier ist noch ein Opfer. Oder Frame. He did not kill his enemies. Aha. Seine Feinde nicht getötet. Na, das ist doch nochmal nett. Ist doch mal eine nette Abwechslung. Oh Gott. Nachruf unter... Oh, das wäre natürlich jetzt mal interessant. Also, wenn jemand von euch gerade Langeweile hat...
und mega Bock, diesen ewig langen Link hier oben abzutippen. Würde mich mal interessieren, ob das funktioniert. Ich mache mal eine kleine Pause. Wenn ihr Lust habt, probiert mal den Link da oben. Es wäre cool, wenn sie das wirklich umgesetzt hätten. Ja, bis gleich.